Hey there und Konnichiwa, hier ist wieder euer Keanu zurück mit Let's Play Splatoon 3. Und wir befinden uns, glaube ich, so gut wie vor dem Finale des Story-Modus. Oder auch noch nicht. Obere Ebene, Hoffnungsträger. Die Startverbreitungen werden beendet. Bitte auf sich schließende Schotten achten. Was sind das für komische Bälle? Wie gemein. Einfach ausgesperrt. Hier geht's wohl nicht weiter. Nunu. Schaut mal. Schwebende Energiekerne. Ei. Und da ist ein Fußschalter. Okay. Holen wir uns die Energiekerne. Dann drücken wir den Schalter. Irgendwas muss denn ja passieren. Jede Wette. Greifen wir uns die Kerne. Okay. Auf jeden Fall aber nicht so. So, ne, dann muss ich die berühren. Alles klar. Da geht es. Und auf Wiedersehen. Gut. Jetzt will ich irgendwo stehen, wo es sicher ist, dass ich da nicht im Flausch lande. Und zack. Notfallsystem aktiviert. Öffnungsshot 1 initiiert. Läuft klasse. Aber da ist noch ein Shot. An die Arbeit Nummer 3. Ja, zack. Und... So, ja, springen davon ab und so, nun. Ach, da waren zwei nebeneinander. Okay. Huh. Da muss ich so dran. Und nun. So, hin und her. So. Da musste ich jetzt etwas vorsichtig sein. Oh, nice. Ja, wie? Das ist einfach. Das kann ich so machen. Jetzt hatte ich noch einen irgendwo gesehen. Ja, der war da drüben. Mache ich am besten dasselbe nochmal. Mist. Dann halt so. Wunderbar. Habe ich jetzt alle. Ich hoffe einfach mal. Yep. Nein. Wo ist der letzte? Ach, da unten. Es haben sogar noch zwei gefehlt. Kein Problem. Und jetzt habe ich aber alle. Schon zwei. Das war allglatt. Und da ist der Weg nach draußen. Wir haben es fast geschafft. Oh, hopp. Wow, 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 wow. Okay.
Das hätte jetzt auch sehr einfach sehr schief laufen können. Ist es zum Glück nicht. Nach oben muss ich. So, erstmal dich kaputt machen. Dass ich das so schnell hingekriegt habe, beeindruckt mich. So minimal. Das waren jetzt alle. So, wunderbar. Gut. Verriegelung aufgehoben. So, wir sind fast ganz oben. Ich kann hier rumklecksen. Mein Businessplan beruht auf drei Komponenten. Das Gefäß, der Geist und die Weisheit des Alters. Was soll dies Gerede die ganze Zeit? Hey, bleib bloß weg! Auch wenn es abscheulich verpackt ist, dein Gehirn enthält alles, was ich brauche. Lass mein Gehirn da raus! Ey, was ist das denn? Bleib mir von Leib! Oh, ich... Oh. Es sieht gar nicht gut aus für Opa. Ich hoffe, sein Gehirn hält durch, bis wir bei ihm sind. Bitte beeil dich, Nummer 3. Wird Dr. Als Visionär muss man im Business und im Leben gewillt sein, harte Entscheidungen für andere zu treffen. Aus Tinte, Schweiß und Tränen, meine Angestellten, schaffte ich eine flauschige Zukunft für uns. Wird jetzt Captain Kuddelfisch unser Gegner? Weil das klang jetzt irgendwie so ein bisschen danach. So am Gehirn rumfuschen. Und dann hieß, ah, nein, bleib weg. Das könnte natürlich interessant werden. Opa, wir retten dich. Was? Opa, nein. Das darf einfach nicht wahr sein. Oh. Willkommen! Bär-Anomalie Nummer 3, Herr Bär. Hey, du übergroßes Wollknäuel! Verwandle unseren Opa sofort wieder zurück in unseren Opa. Werte Mitarbeiter, wir wissen euer Feedback zu schätzen. Leider können wir es im Moment nicht berücksichtigen. Was soll das denn heißen? Warum ist die Musik so fröhlich? So Kirmes. Und Schussrakete. So bedeutet das Ende eures Arbeitsverhältnisses. Es bedeutet, genauer gesagt, das Ende eurer Welt. Ich werde sie von Himmel herab in feinsten Pelz hüllen und wieder in ein flauschiges Gleichgewicht bringen. Für den Moment mag es gleich ein Ende sein, aber für viele auch ein Neuanfang. Ich habe den Text nicht lesen können. Nein, die Rakete! Opa! Er ist total ausgetrocknet. Aber wie ist das passiert? Es geht ihm gut. Was? Fühlt sich hier noch sehr leicht dehydriert. Und leichter. Und viel flacher. Wohl eher gut gestört. Zum Glück geht es hier gut. Irgendwie. Hey, wir sind hier immer noch in Gefahr. Die Rakete, der Flausch. Wie sollen wir denn überhaupt noch die Rakete erreichen? Das ist völlig unmöglich. Was tun wir nur?
Moment, da braucht wohl wer Hilfe, wie? Und Surimi Syndicate stiehlt jetzt die Show. Macht Action, Moränen! Angriff, Meister Megalo! Für dich. Yo! Los, Meister Megalo! Und immer spritzig bleiben! Hau rein, Nummer 3! Das Schicksal der Welt liegt in deiner Hand! Und deiner Flosse, Salmini! Okay, dann zeigen wir Herrn Bär mal, was Sache ist. Denke ich. Wow, geschafft! Moment mal, was ist das Bärenvieh denn da? Okay, wir haben Goldfischeier. 3 Stück. Wie löblich, du gibst nicht auf, bis deine Arbeit verrechnet ist. Doch nun hast du eine Pause verdient. Und zwar für alle Ewigkeit. Der kleine Kopf und der Riesenkörper, sieht schon irgendwie niedlich aus. Okay, ich brauche die Goldfischeier. Um diese Dinger frei zu machen. Au. Ich muss ja auch erstmal verstehen, wie ich an den Gegner rangehen muss. Aber ich denke, ich hab's jetzt kapiert. Au. Dem Anfang wohnt das Ende inne. Ein einziger Albtraum? Kreis? Keine Ahnung. Und tschüss, Herr Bär. Er war doch sonst immer so freundlich, so lieb. Noch mehr Flauschplasma. Warum ist er jetzt so aggro? Oder wird er vielleicht von irgendeiner Alien-Form manipuliert? Das kann natürlich auch sein. Als ob ich Schiss vor euch hätte. Na! Okay, das war jetzt mies. Och, natürlich. Oh, das war jetzt so ultra mies, ey. Okay, es war ein Checkpoint, alles klar. Ja, man erkennt halt auch die Musik der Bär GmbH sehr deutlich. Oh.
Oh. Nein, lass das sein. Au. So, Treffer Nummer 2. Wie das Meer, Chaos, alles kann sich ändern. Macht die Textboxen doch nicht immer so schnell weg, man kann es doch gar nicht lesen. Ihr seid nicht gerade sehr Let's Player-freundlich. Moment, das Thema hatten wir ja schon mal vor ein paar Jahren. Wo ist er hin? Mit YouTube und Let's Player-Dingens, ne? Wann war das? 2016? 2017? Dann machen wir das hier einmal weg. Oh, das hat mich jetzt gerade ein bisschen arg verunsichert, dass da noch mehr war. Ich habe gerade die Brücke gesehen. So. Naja, lass mich mit der Original-Heulboje in Ruhe. Ah, fuck, fuck. Nicht schlecht, ich habe euch unterschätzt. Doch zur Zeit abgelaufen. In wenigen Augenblicken werden wieder Säugetiere die Erde bevölkern. Vor eurer Zeit ist abgelaufen. No. Dr. Octario? Yes. Oh, nicht mit mir, Flitz, Filzballon. Ich bin hier der Obermanns, kapiert? Wir feiern dich von hier aus an, Nummer 3. Wer kapert jetzt die Welle? Tsurimi Syndicate, Baby. Für euch und Splatsville. Nach dem Feuerfinger. Jetzt geht Meister Pelz am Start. Überall. Und nirgendwo. Marco Modi Mantaro. Tja, dann sind wir jetzt dran. Ab geht's. Genau meine Musik. Was geht mit dem Kleinen? Aber die Musik ist wieder Hype. Da kann man mir erzählen, was man will. Seht nur, von überall kommt Energie vom Meereslebewesen. Dieses Licht! Drei Himmelslichter, sie verschlingen das Unheil, stoppen das Böse. Der göttliche Fisch aus der Sagen, Salmani!
Salmini und Herr Bär sind beide gigantomatisiert. Niedlich. Kutzi, kutzi. Der Bär hat das Flauschplasma absorbiert. Hilf seinem Maxi, sagt Captain gerade. Gib nur weiter. Wir müssen diesen Bären aufhalten. Er will die Erde mit Flauschplasma erziehen. Die Rückkehr der Malmalianer. Nicht mit uns. Unser Planet hat Bärenverbot, kapiert? Octario, alles ölig? Aber umf doch! Steuerluke geöffnet! Den Tintkrieger frisst die Flauschkerne. Gehört Nummer 3, lenk du den Flauschkerne aufsammeln, saugen. Nur 3 Minuten, 33 Sekunden bis zum Einschlag. Halt ihn auf. Okay. Sehr gut. Auf zum nächsten. Ich hatte eigentlich vor. Na komm! Zwei Stück noch. Da kommt Stimmung auf. Wow. Wupp. Au. Shit. Erstmal verstehen, wie das funktioniert. Wir waren zu spät. Jetzt sehen wir aber auch mal das Bad End. Sieht das hässlich aus. Und so entstand ein riesiges Flauschknäuel im All. Natürlich fortsetzen. Erstmal verstehen, okay. Der Rüssel, so nenne ich das einfach mal, bewegt sich automatisch zum Ziel. So. Währenddessen färben wir mal hier ein bisschen ein, dass ich Platz habe zum Manövrieren. Ich muss den hier nur ausweichen. Au. Da hat er mich weggehauen. Nein, ich wollte hier drin bleiben, danke. Zurück. Okay, Nummer 2. Au.
Shit. Ich wollte noch ein bisschen mehr Schaden machen, bevor die mich da rausholen. Sehr gut. Oh, das wird so knapp. Ah. Matze. Oh nein, euch kann ich jetzt gar nicht gebrauchen. Nein, euch konnte ich jetzt gar nicht gebrauchen. Das kennt man ja bereits, dementsprechend. Gut. Wir werden immer schneller. Au. Ich hab gehofft, dass wir das kaputt kriegen noch bevor. Ups. So, die Ulti speichern wir für die Dingens auf. Für die große Gruppe. Für die, die ich nicht gebrauchen kann, da eigentlich. Ich habe alles verloren. Vielleicht verdient. Ich war besessen von der Vergangenheit, doch es bleibt nur die Zukunft. Das war's dann wohl. Okay. Gute Arbeit. Also was? Da dachte sich, ah, wir brauchen mehr Flausch. Davon bin ich jetzt besessen von der Idee. Und deshalb. Okay. Sei Mini. Und sogar Octario hat uns geholfen. Da war er ja ausnahmsweise mal auf der guten Seite.
Wer hört mit? Wer ist dabei? Wer kapert jetzt die Welle? Sorry, Miss Syndicate, Feuch und Spitzel, seid live dabei. Ja, ich freue mich. Wundervoll, dann wollen wir mal überall und nirgendwo. Maki Modi Mantaro. Ah, diese Aufregung, ich platze gleich. Bist ja ein richtiger Zitterchen, Mantaro. Was liegt denn an? Ah, Neuigkeiten, Mori. Riesenneuigkeiten. Geht's darum, dass der Riesen Elektrowelt wieder da ist, wo er hingehört? Stimmt ja. Hatte ich schon ganz vergessen. Moment, hat er immer so ausgesehen? Ist doch egal. Hauptsache, er ist wieder da. Wo war das alles? Oder gibt's noch mehr? Und ob extra Manta-News. Oho, dann spann es nicht auf die Flunder. Los doch, lass mal hören. Hier. Halt, ich weiß, die Sea Sirens haben eine neue Single rausgebracht. Ist es das? Deswegen bin ich nämlich richtig sauer. Würde ich ehrlich gesagt lieber nicht wissen. Warte, schau dir diese Gesichter mal genau an. Ah, die zwei da. Das sind doch Boss Limone und ihre Assistentin. Die sind die Sea Sirens? Ah, unser Boss. Es sind wirklich unsere Bosse. Serimi Syndicate als Vorgruppe für die Sea Sirens. Wann gehen wir auf Tour? Spitzenidee. Serimi Syndicate und die Sea Sirens auf Welttournee, Baby. Tja, dann gibt's nur zur Feier des Tages ihren neuen Song. Wave Goodbye. Ach, das hat mir Spaß gemacht zu spielen. Auch wenn manche Level mich wirklich aufgeregt haben. Und es wahrscheinlich auch noch werden. Weil ich ja, wie gesagt, die Level alle zu 100% für mich spielen will. Doppelt zeigen muss man sie ja unbedingt nicht. Oder sogar dreifach. Das würde keinen Sinn machen. Aber ich habe alle Level, denke ich, gezeigt, die man zeigen konnte. Hoffe ich. Wir haben alle Schriftrollen eingesammelt. Die Einträge haben wir noch nicht fertig gelesen, weil man dazu ja alle Level 100% haben muss. Das werde ich nachreichen. Das werde ich dann an die Credits hinten anschneiden, sobald ich das habe. Und dann passt das. Und dann war es das auch mit dem Projekt hier. Es werden natürlich noch DLCs kommen. Ich weiß nicht, inwiefern es da noch Story-DLCs geben wird. Ob ich die zeige, weiß ich jetzt noch nicht. Also die Stories, wenn es da welche geben wird. Das wird man dann ja sehen. Ansonsten, ja, danke ich an dieser Stelle schon mal fürs Zusehen. Ich hoffe, auch ihr hattet Spaß, auch wenn ich mich erstmal wieder ans LPen und so weiter gewöhnen muss. Aufgrund meiner super langen Pause. War halt, wer meine Geschichte kennt, der weiß, warum ich eine super lange Pause hatte. Ansonsten werde ich jetzt einfach mal das Mikro muten. Wir werden uns das Lied noch weiter anhören, was ich persönlich sehr nice finde. Und ja, dann bis zum nächsten Mal, falls da nichts mehr kommt. Was heißt bis zum nächsten Mal? Ich lese ja noch die Dingens vor. Falls ich mich nicht verabschiede, dann sage ich jetzt einfach bis zum nächsten Mal. Ciao. Hä? We'll be right back.
Thank you.